Und dann machen wir hier auch lockerflockig weiter. Hier ist auch schon das Ende. Also Hollywood scheint gar nicht so riesig zu sein. Was sind das hier? Zwillinge? What? Ist das ein Bug? Haben die sich geklont? Gruselig. Gruselig. Na gut. Dann gucken wir jetzt nochmal in die andere Richtung. Da müsste dann ja das Internetcafé sein, beziehungsweise dieses andere Ding. Kann man eben ganz kurz gucken. Vivi hat eine Jägerin in Hollywood entdeckt, die unter dem Namen Chastity als Stripperin im Sin Bin arbeitet. Okay. Knoten in der Zunge. Moment, aber waren wir dann nicht eben im Sin Bin? Oder wie ist der Laden, in dem wir eben waren? Da müssen wir nochmal eben ganz kurz gucken. Ach genau, Vesuvius war das, richtig. Sin Bin ist doch dann bestimmt auf der anderen Seite der Stadt. Oder des Stadtteils. Da ist eigentlich auch nichts mehr. Hier das Hotel. Kommen wir nicht rein? Was ist denn das für ein Hotel? Nichts für spontane Gäste. Da geht sowieso nicht rein. Cavallotti Café. Das sieht exklusiv aus. Aber das hat halt um die Uhrzeit auch zu. Ist das hier das Sin Bin? Nee, da kommen wir nicht rein. Das ist noch irgendwas anderes. Sunset Print hat zu. Und da ist das. Okay, dann muss ich doch nochmal auf den Plan gucken. Was machst du da? Lovely evening. Ich mach mal wieder zu. Komischer Typ. So, ein Internetcafé. Oder das Sin Bin. Das Sin Bin ist die Nummer 7. Ground Zero. Lucky Star, Cavallotti Café, Asian Theater. Ach, das ist das Theater, okay. Lucky Star. Red Spot. Sin Bin. Dann gehen wir doch erstmal zum Sin Bin. Ein Friedhof gibt's ja auch. Aber wo das Internetcafé sein soll. Ach, Ground Zero ist das Internetcafé. Okay, danke, anyone. Da habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt, wo das war. So, hier irgendwo müsste es doch. Magazine, Fetische, Spielzeuge. Sin Bin. Ja, wunderbar. Das sieht wirklich ein bisschen abgeranzt aus. Okay, bevor hier gleich irgendwas Komisches passiert, speichern wir erstmal wieder. Du bist bestimmt nicht die Stripperin. Hey, Slick. Ich bin nicht dein Kumpel, du schmieriger Betrüger. Hey, hey, relax. Sounds like you're a little, pent up. You came to the right place for that problem. Ja, ja, wer zum Teufel bist du? The name's Flynn. I'm the proprietor of this here establishment. Anything you want, you can get at the Sin Bin. Depraved ain't a four-letter word here. You know what I'm talking about? Erzähl mir was über diesen Ort. The Sin Bin? Man, we've got filth of every flavor. Just tell me what makes your bits tingle, Jack. I'll set you right up. Ja, dann erzähl mir mal was über deine Produkte. Man, we got everything you'll ever need. Softcore, hardcore, gay, straight, farm or furry. We got shocker, shiver, self-lubricators and strap-ons. Chains, crops and canes are in the back next to the triple ripples. Like I said, we got it all. Oh, ja. Hört sich gut an. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Yeah? What do you want to know? Erzähl mir ein bisschen von Hollywood. Hollywood? What do you want to know about it? Wo kriege ich ein paar schwere Sachen her? Hardware? Yeah, I got plenty of hardware in here.
Check out the footlongs over there. What more could you... Oh, you're talking about the exit wound kind of hardware, right? Wow, du bist ganz schön scharfsinnig, Flynn. All right. You didn't hear it from me, but Slater over at the Red Spot might have a few items that'll get you hot and bothered. Ja, nicht so ganz. Cool, erzähl mir noch was über ein paar Sehenswürdigkeiten in Hollywood. Which ones? Das asiatische Theater. The old Asian theater? It's been closed for a while. Place gives me the freaking creeps. Seems like everyone's got a Hollywood ghost story, but you walk by that place and look at it, you'll swear something's looking back. Which ones? Noch den anderen, das Asspole. The Asspole. It's just across the street. Some uptight Hollywood club where the drinks cost too much and the girls put out too little. Which ain't bad for me. Most of the drunk, horny assholes come straight to my place after last call. Eigentlich habe ich noch weitere Fragen. Yeah? What do you want to know? Oder auch nicht. Okay. Zum Vesuvius müssen wir ihn jetzt nicht unbedingt befragen. Können wir das mitnehmen? Das wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Little Red, Faker's Quarterly. Tja, die ganzen Filme hier. Aber wir suchen ja nach der anderen. Gucken wir mal hier unten. Peepshow. Manager, kommen wir nicht rein. Employees only, kommen wir auch nicht rein. Eine offene Toilette, yam yam. Ein seltsamer leerer Raum. Ah, das will ich gar nicht wissen, was die auf dem Sofa alles machen. Okay, wir wollen dich mal nicht weiter stören. Auch schön, der hat viel bezahlt und sieht nichts. Da hat's der da hinten schon besser. Oder auch nicht. Hier kommst du nicht raus. Da haben wir ein Exit, da geht's dann schon wieder raus. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Ich konnte ihn ja auch nur am Anfang einmal nach der Tante fragen. What can I do for you, Slick? Vielleicht jetzt nochmal. Genau, arbeitet hier ein Mädchen mit einem Tattoo in Form eines gebrochenen Herzens auf dem Rücken? Yeah, Chastity. She works downstairs in the booze. But if you're looking for someone to pull your cork, I got better girls than her. She ain't exactly adventuresome. Know what I'm talking about? Ich bin sicher, sie macht es schon gut genug. All right. It's your dollar, but if you want a private show, you're gonna have to wait until the booth customers clear out. The girls don't come out for one-on-one action until then. Okay. Gut, also müssen wir dafür sorgen, dass die anderen da mal rausgehen. So, das will ich eigentlich nicht. Da wollen wir mal gucken. Der hat schon wieder... Hier, jetzt ist, Huch! Ah nein, ich wollte... Jetzt habe ich $5 dafür bezahlt. Jetzt dauert das ja noch länger. Da ist keiner drin. Und da ist der drin. Tja, wie kann man die vertreiben? Kann man den eins überziehen? Wir speichern einfach mal. Nee, jetzt ist jetzt mal Schluss hier. Jetzt. Hey, who's there? Geh aus da. Genau, guck die Wand an. Okay, so scheint es nicht zu funktionieren. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Das ist tatsächlich der Hinterausgang. Na gut. Irgendwie müssen wir die da rausbekommen, aber die Frage ist halt, wie man das anstellt. Fast Bug. Und jetzt glaube ich doch eher hier wieder in die Richtung. Was ist denn das Fast Bug? Weiß man nicht.
Okay, Ground Zero. Dann gehen wir halt erstmal dahin. Wieso gibt's hier? Da gibt's Ground Zero, die Nummer 12. Genau gegenüber. Das hier? Das hier ist doch nicht das Ground Zero, oder? Die 12, Ground Zero, da. Wir müssen in diese kleine Seitengasse rein und dann sollte das eigentlich passen. Die kleine Seitengasse ist hier. Nicht so richtig. Also ins Ground Zero kommen wir nicht rein. Das scheint mir nicht das Internetcafé zu sein, oder? Ich sehe den Eingang nicht. Müsste auch genau gegenüber von der 4, vom Red Spot. Genau, das ist das Ground Zero. Diese kleine Gasse kommen wir nicht rein, weil da so eine komische Holzwand ist. Friedhof könnten wir mal beim Friedhof gucken. Vielleicht kommt man ja da dann irgendwie in diese Gasse rein. Beziehungsweise, was ist das hier? Das zu. Carolines. Also ein bisschen Hintergassen angucken. Ist ja auch nett. Okay. Und da ist ja zumindest der Friedhof abgesteckt, würde ich sagen. Also hier hinten waren wir ja schon mal. Sind wir wieder beim Fastback. Ah, hier ist der Friedhof. Der ist natürlich auch zu. Man kann das hier mal frei räumen. Da können wir uns mal auf den Friedhof schleichen. Müssen ja mal so ein paar Klischees erfüllen. Wenn schon, denn schon. Einfach mal gucken, was hier so geht. Andrew Max. Meryl. Kleines Häuschen. Versteckten Schätzen. Oh, there, Slick. Might want to think about knocking next time I damn near blew your head off. Thought you might be a zombie. Wie kommst du darauf, ich könne ein Zombie sein? Who else would be waltzing in here in the middle of the night? Name's Romero. I'm the caretaker here. Well, that is, I don't exactly keep people from getting in. Although that is part of my job. No, you see, I'm here to make sure nothing gets out. Was hat das zu bedeuten? See, it's like this. Every night around this time for the past, oh, several months now, the dead have been getting up with an itch to stroll down Hollywood Boulevard. Nobody knows why, but they're working on it. Till they figured out they needed a volunteer to patch the problem, and I stepped forward. Problem temporarily solved. The Baron's happy. I get to shoot zombies and guarantee I get my blood for another month. I've carved out a nice niche here. Du machst also nichts anderes als Zombies abknallen? Oder den Moment, die drei klingt besser. Aus welchem Grund erheben sich die Zombies? Who knows? Vampire Necro Voodoo, Toxic Waste, Solar Radiation. The important part is, they continue to rise up, and I get to put them down. Everybody's a winner. Du machst hier nichts anderes als Zombies abknallen? Shoot them, blow them away, frag them, whatever the situation calls for. Sometimes I throw in chopping and dicing just to mix it up.
klingt lustig. You're telling me. Far as I know, I'm the only person around Hollywood who considers marksmanship an art. A lot of the stiffs around here used to be asshole celebrities, too. Bonus. I love my job, what can I say? By the way, hey, you wouldn't be interested in watching the place while I go handle some business, would you? I'm not supposed to leave, or it might end up in a zombie holocaust or something. Like one time these goths snuck in? Ooh, wasn't pretty. Was muss ich tun? I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. Now, they're dead, so you're either going to have to hack them up good or shoot them in the head. Just don't let them bite you. Warum? Wenn sie einen beißen, wird man dann auch zum Zombie? No. Just hurts like a bitch. Na schön, ich übernehme. Aber wehe, du bist in 5 Minuten nicht wieder da. Dann verschwinde ich. Fantastic. Only one rule. Nothing gets out. Keep him away from the front and back gates. Here, this might come in handy. Back in 5. Remington M700 bekommen. Okay. Kapiert. Bis dann. Wir probieren es natürlich trotzdem mit unserem Filmsequenz, kein Speichern möglich. Jetzt schon. Wir probieren es natürlich trotzdem mit unserem tollen. Oh, 5 Minuten laufen. Nein. Ah, Tab ist hier nicht Inventar. Meine Güte. Schon kriegt man Panik hier. Benutzen. Auf geht's. Wo sind die Zombies? Wo seid ihr? Da ist ein Zombie. Gut, dass wir gespeichert, also nochmal Nahkampf geskillt haben, glaube ich. So. Und das machen wir jetzt die nächsten 5 Minuten. Yay. Okay, hier oben ist alles sicher. Dann gehen wir runter. Mal gucken. Da ist schon wieder ein Zombie. Bisher ist das alles kein Problem. Wir nutzen jetzt ja schon wirklich ziemlich viel von dem Schaden hier. Zack. Wo ist. Oh. Den habe ich schon zerschnitzelt. Okay, dreimal zuhauen, dann sind sie auch weg. Ja, irgendwann müsste hier mal gut sein. Oh, das wäre jetzt aber was gewesen. Was passiert, wenn die mir über den Zaun fliegen? Das ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Zack. So, da war noch ein. Oh, zwei. Jetzt geht's aber ab hier. Ich denke mal, wenn sie platzen, sind das kritische Treffer, oder? Aber das ist ja auch das Beste, wenn sie zerplatzen. Zack, weg mit dir. Nicht, dass sie dann wieder aufstehen. Das wäre nicht so gut. Tschüss, Zombie. Tschüss, Zombie. Hab ich da eine erwischt gehabt? Nein, du gehst nicht zum Tor. Nein. Oh, ich müsste da nochmal wieder oben vors Tor gucken. Nicht, dass dann da jemand rausgeht. Das wäre nicht gut. Oh, eine 2 nur. Das war natürlich nicht gut. Nein. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder nach oben zum Tor gucken. Das könnte sonst böse werden. Man kommt ja zu nichts hier. Jetzt gehen wir mal eben kurz hoch hier. Oh, da sind viele. Jetzt wird es langsam kritisch. Wobei, die gehen hier runter. Aber nein! Das nicht! Gerne! Ja, was machen? Zack, weg damit! Okay, die gehen hier eher runter. Ne, da geht einer zum Tor. Da geht einer zum Tor. Oh. Nicht gut. Nein. Du musst drin bleiben.
geht nicht. Könnt ihr nicht bleiben. Dann ist ja schon mal gut, dass wir das Tor nicht aufgemacht haben, als wir hier reingekommen sind. Gehen wir noch einmal wieder kurz runter. Ich habe die Befürchtung, da unten war ja auch ordentlich Party. Kein Fallschaden, sehr gut. Hm, da steht auch schon wieder einer am Tor. Einer wäre schön. Na. Wir bauten da auch ein Tor. So. Nein, er ist draußen. Eine Minute 20 noch. So. Na, immer schön hier bleiben. Immer schön hier bleiben, Leute. Ihr wollt den Friedhof nicht verlassen. Kein Fall. Geschickt hier. Die einen lenken mich ab und die anderen gehen ja schon wieder zum Tor. So einfach geht das nicht. So, hier nochmal hochlaufen kann ich nicht mehr. Dafür habe ich einfach keine Zeit mehr. Nein, lasst mir mein Gehirn. Was? Ach, wenn das runtergeht, bin ich auch tot. 10 Sekunden vor dem Ende. Schade. Also nochmal.